Wie wir in den ersten beiden Filmen gesehen haben, berichtete der Koran das Wort Allahs schon vor Jahrhunderten über zahlreiche wissenschaftliche Entdeckungen. Doch die Wunder des Koran beschränken sich nicht auf wissenschaftliche Entwicklungen. Die Verse des Koran enthalten auch viele Wunder, die die Geschichte betreffen. Viele Völker, Städte, Könige und Kriege sind in unserem heiligen Buch beschrieben. Außerdem haben Forschungen und archäologische Entdeckungen die Informationen bestätigt, die vor 1400 Jahren kundgetan wurden. Es gibt absolut keinen Zweifel, dass der Koran eine Offenbarung und ein Wunder Allahs ist. In den ersten Versen der Sura Ar-Rum befindet sich eine erstaunliche Vorhersage, die sich auf das Byzantinische Reich bezieht, den östlichen Teil des untergegangenen Römischen Reiches. Das Byzantinische Reich, das eine schwere Niederlage erlitten hatte, werde bald erneut siegreich sein. Alif Lam Mim. Besiegt sind die Byzantiner im Land nahe bei. Aber nach ihrer Niederlage werden sie siegen in wenigen Jahren. Allah steht die Entscheidung zu, vorher wie nachher. Und an jedem Tage werden die Gläubigen frohlocken. Diese Verse wurde um 620 offenbart. Fast 7 Jahre, nachdem die heidnischen Perser christliche Byzanz in den Jahren 613 bis 614 schwer geschlagen hatten. Tatsächlich hatte Byzanz so schwere Verluste erlitten, dass sein Überleben unmöglich schien, ganz zu schweigen von zukünftigen Siegen. Nach der Niederlage der Byzantiner in Antiochien im Jahr 613 rissen die Perser die Kontrolle über Damaskus an sich, Kilikien, Tarsus, Armenien und Jerusalem. Der Verlust von Jerusalem 614 war besonders traumatisch für die Byzantiner, denn die Grabeskirche war zerstört und die Perser waren im Besitz des Heiligen Kreuzes, des Symbol des Christentheit. Darüber hinaus bedrohten die Awaren, Slawen und Langobarden das Byzantinische Reich. Die Awaren standen bereits vor den Mauern Konstantinopels. Kaiser Heraklius ordnete an, das Gold und Silber der Kirchen einzuschmelzen und daraus Münzen zu prägen, um die Kosten für das Heer bezahlen zu können. Viele Provinzgouverneure hatten gegen Heraklius revoltiert und Byzanz war dem Zusammenbruch nahe. Mesopotamien, Kilikien, Syrien, Palästina, Ägypten und Armenien, die zuvor zu Byzanz gehört hatten, waren von den heidnischen Persern besetzt. Kurz, jeder erwartete, dass Byzanz zerstört werden würde. Doch zu dieser Zeit wurden die ersten Verse der Sura Ar-Rum offenbart. Die verkündeten, Byzanz werde in 3 bis 9 Jahren triumphieren. Dieser vorhergesagte Sieg schien so unmöglich, dass die arabischen Polytheisten glaubten, sie würde nie wahr werden. Wie alle Vorhersagen des Korans wurde jedoch auch diese wahr. 622 besiegte Heraklius die Perser mehrmals und eroberte Armenien. Im Dezember 627 gab es die Entscheidungsschlacht bei Ninive, etwa 50 Kilometer östlich des Tigris bei Bagdad. Auch dieses Mal schlug die byzantinische Armee die Perser. Wenige Monate später
mussten die Perser Byzanz um Frieden bitten und sie waren gezwungen, die Gebiete, die sie besetzt hatten, wieder herauszugeben. Der byzantinische Sieg war vollständig. Als Kaiser Heraklius 630 den persischen Herrscher Chosrau II besiegte, Jerusalem zurückgewann und das Heilige Kreuz für die Grabeskirche zurückbrachte. Am Ende war der Sieg der Römer auf wunderbare Weise von Allah im Koran vorhergesagt. In den Zeitrahmen von 3 bis 9 Jahren war geworden, wie im Koran aufgeschrieben. Ein weiteres Wunder, das diese Verse enthüllen, ist die Feststellung eines geografischen Sachverhalts, der zu jener Zeit von niemand gewusst werden konnte. Die Römer waren in der am tiefsten gelegenen Region der Erde geschlagen worden. Der arabische Ausdruck Adna al-Ard wird in vielen Übersetzungen mit das Land nahebei übersetzt. Doch das ist nicht die wörtliche Bedeutung, sondern eher eine Bedeutung in übertragenem Sinn. Abgeleitet aus dem Wort Dani, was niedrig bedeutet, heißt Adna am niedrigsten. Das Wort Ard bedeutet die Welt, also heißt Adna al-Ard, der niedrigste Ort der Welt. Das Bassin des Toten Meers, eine der Regionen, in denen die Byzantiner 613 bis 614 geschlagen worden waren, ist die am tiefsten gelegene Region der Welt. Für das christliche Byzanz war der Verlust des Heiligen Kreuzes der schwerste Schlug in der Niederlage von Jerusalem, nahe den Ufern des Toten Meeres. Mit 399 Metern unter dem Meeresspiegel ist das Tote Meer der niedrigste Ort auf der Erdoberfläche. Die Römer waren im am tiefsten gelegenen Land geschlagen worden, genau wie der Vers vorher sagt. Doch, da diese Tatsache nur mit Hilfe moderner Messmethoden und entsprechender Ausrüstung herausgefunden werden kann, ist es unmöglich, dass dies damals bekannt gewesen ist. Doch, es steht klar im Koran, dass diese Region das niedrigste Land auf Erden ist. Und dies ist ein weiterer Beweis, dass er göttliches Wort ist. Der ägyptische Herrscher Pharao und sein Hof hatten sich vollständig ihrem polytheistischen System und ihrem Aberglauben verschrieben. Ihrem perversen Glauben zufolge war sogar Pharao selbst ein Gottheit. Zu jener Zeit sandte Allah dem Volk von Ägypten den Propheten Moses, Friede sei auf ihm, als seinen Botschafter. Pharao jedoch antwortete mit Verleumdungen und Drohungen, als der Prophet Moses ihn aufforderte, an Allah zu glauben.